بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Entschuldigt die Verspätung. War ein bisschen voll auf den Straßen gewesen. Und wir wollen insha'Allah ta'ala heute weitermachen mit dem dritten Teil von Surat al-Mumtahana oder al-Mumtahina. Und letzte Woche hatten wir einen Special-Vortrag gehabt zum Thema Syrien und Türkei, das Erdbeben dort und auch vielleicht die Weisheiten, die dahinter stecken. Heute werden wir nochmal auf dieses Thema am Ende eingehen, insha'Allah. Und wir wollen aber heute, insha'Allah ta'ala, Surat al-Mumtahina abschließen. Wir wollen, insha'Allah ta'ala, Surat al-Mumtahina abschließen, bi'idhnillahi azza wa jalla. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil das jetzt auch schon wieder zwei Wochen her ist. Worum geht es in dieser Surah? Surat al-Mumtahina ist die Sura, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen aufgezeigt hat, wie ihre Beziehung zu den Nichtmuslimen in ihrer Zeit sein sollte. Zu denjenigen, welche den Islam bekämpfen, als auch zu denjenigen, welche den Islam nicht bekämpfen. Und diese Sura hat einen grundlegenden Offenbarungsanlass. Und zwar ist diese Sura offenbart worden in Bezug auf einen Sahabi, der einen großen Fehler getan hat. Wie hieß dieser Sahabi? Erinnert ihr euch? Wie hieß dieser Sahabi, für den diese Sura, oder zumindest die ersten Ayat dieser Sura offenbart wurden? Oh, schau doch rein, ja, ich will hier Allahu Akbar. Sonst meldest du dich nie, sonst kommst du ganz motiviert rein. Ja, Bismillah, Abdurrahman, wenn du schon... Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, der einen Brief mit einer Frau nach Mekka schicken wollte, um die Quraysh zu warnen, seine Familie zu warnen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Mekka marschieren wird. Und zwar nach der Eroberung von, vor der Eroberung von Mekka und nach Sulh al-Hudaybiyah, dem Abkommen von al-Hudaybiyah. Und diese Sura hat das ganz klar kritisiert, der ersten Ayah, hat auch aufgezeigt, welche Folgen das hat in der Dunya und im Akhira, dass man im Grunde am Ende sowieso nichts davon hat, dass es auch gar keinen Sinn macht, so etwas zu tun, mit den Feinden zusammenzuarbeiten, weil die Feinde werden dir am Ende keinen Nutzen bringen, sondern werden sich genauso verabscheuen, wie sie sich vorher verabscheut haben. Und dann gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala ein Beispiel. Und zwar von wem? Von wem gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala ein Beispiel? Von welchen Propheten in dieser Sura? Meine Schwester, von welchen Propheten gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura ein Beispiel, das wir uns nehmen sollen, ein Vorbild, nachdem wir ein Wettei, oder dass wir imitieren sollen, dass wir sozusagen versuchen sollten, ebenso so zu leben, wie er gelebt hat. Welcher Prophet ist das? Ibrahim alayhi salam. Ja? لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Ein gutes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm sind. إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Als sie zu ihrem Volk sagten, wir sind frei von euch und von all dem, was ihr außer Allah anbetet. كفرنا بكم, wir lehnen das ab sozusagen, wir machen Kufr gegenüber dem, was ihr glaubt. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده, und zwischen euch und uns bleibt die Feindseligkeit und auch der Hass, bis ihr von dem ablasst, indem ihr nämlich Allah subhanahu wa ta'ala allein anbetet. Dann kommt die Geschichte mit Ibrahim und seinem Vater, ja, und dann, ja, wiederholt Allah subhanahu wa ta'ala das in mehreren Ayat, قد كانت لكم أسوة حسنة, قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Ihr habt ein gutes Vorbild, ja, in ihnen, für all diejenigen, die sich Allah erhoffen und den jüngsten Tag. Ja. Und dann zeigt Allah noch auf, dass eventuell die Menschen, die man vorher verabscheut hat oder mit denen
man vorher verfeindet gewesen war, dass diese Menschen eventuell sogar zu Freunden werden können. Was zeigt, dass man nicht den Menschen an sich verabscheut, sondern den Kufr und die Handlungen, die er verrichtet. Deswegen sagt Allah Ta'ala dann nach diesem Abschnitt, عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً. Es könnte sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala zwischen euch und denjenigen, die eure Feinde gewesen sind, ja, dann Mawadda legt. Mawadda ist was? Zuneigung. Wallahu qadir, Allah ist allmächtig. Wallahu ghafur rahim, Allah ist barmherzig und vergebend. Und jetzt kommen die zwei Ayat, die letzten zwei Ayat, die wir letztes Mal besprochen hatten, wo Allah subhanahu wa ta'ala nochmal eine ganz klare Differenzierung vornimmt. Und das ist sehr wichtig. Weil einige könnten denken, diese Ayat, sie sind herabgekommen, um dem Muslim zu verbieten, Beziehungen zu Nichtmuslimen zu haben. Grundsätzlich. Das könnten einige falsch verstehen. Und subhanallah, heutzutage gibt es manche Menschen, die das falsch verstehen, manche Muslime. Es gibt manche Muslime, die sagen, du darfst keine guten Beziehungen zu Nichtmuslimen, du musst sie hassen. Du musst Dauer machen, aber du musst sie hassen. Das heißt, du musst ihnen sagen, ich hasse dich eigentlich, aber ich möchte, dass du Muslim wirst. Wie soll ich jemanden für den Islam gewinnen, wenn ich ihm sage, ich hasse dich? Funktioniert nicht. Ja? Du heiratest eine Frau, sie ist Christin, und du sagst ihr, ich hasse dich eigentlich, aber lass uns mal heiraten. Subhanallah, was für ein Widerspruch. Ja? Was für ein Widerspruch. Diese menschlichen Beziehungen, ja, sie sind vorhanden. Und es ist ganz normal, dass ein Mensch sich zu einem anderen Menschen hinzugezogen fühlen kann, wenn er sich gut mit ihm versteht oder wenn es sich um seinen Verwandten handelt, seine Mutter handelt, seinen Vater handelt, seinen Bruder handelt, seine Schwester handelt, wie auch immer, seinen Lehrer handelt, seinen Kommiliton handelt an der Universität. Die Chemie stimmt einfach zwischen uns beiden, als Mensch auf menschlicher Ebene. Aber ich bin traurig, dass er kein Muslim ist, das ist eine andere Sache. Wenn ich aber sehe, dass jemand gegen den Islam handelt, selbst wenn er mein Freund gewesen sein sollte, ja, selbst wenn es mein eigener Vater gewesen sein sollte, dann ist meine Liebe zu Allah stärker als meine Liebe zu meinem Vater. Und deswegen, die Sahaba radhiyallahu anhum, sie haben in der Schlacht von Badr gegen ihre eigenen Väter gekämpft, subhanallah. Gegen ihre eigenen Väter, ihre eigenen Brüder. Weil ihre Liebe zu Allah stärker war als ihre Liebe zu ihrem Verwandten. Aber das waren alles Menschen gewesen, die den Islam bekämpft haben. Das ist ganz wichtig. Und deswegen, ja, wir hatten letztes Mal auch eine Geschichte erwähnt gehabt, welche diese Ayah noch einmal erklärt, nämlich لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Allah verbietet euch nicht, mit denen zu verkehren, die euch nicht aus euren Wohnstätten vertreiben und euch nicht aufgrund eurer Religion bekämpfen. انتبروهم auf dass ihr ihnen gegenüber gütig seid وتقسطوا إليهم und gerecht. إن الله يحب المقسطين. Allah liebt die Gerechten. In Bezug auf wen wurde diese Ayah herabgesandt? Weißt du, jemand? Es gibt eine Geschichte, die hat mir letztes Mal erwähnt gehabt. Könnt ihr euch erinnern an diese Geschichte? Und zwar in Bezug auf Esma bint Abi Bakr al-Siddiq. Als ihre Mutter kam und sie war zu dem Tag noch Muschrike gewesen, da fragte sie den Propheten, zu sagen, ja, Rasulallah, meine Mutter ist gekommen. Wa hiya raghiba, also entweder raghiba für Islam oder raghiba an den Islam. Auch raghiba für Sula. Das heißt, sie ist gekommen und will mich besuchen, einfach wie die Beziehung wieder gut machen. Oder sie will nicht wirklich den Islam. Oder sie will, hat sogar Interesse am Islam. Alle drei Interpretationen gibt es für diesen Hadith. Der Prophet sagt, Sula, kein Problem, das ist deine Mutter. Wenn sie gekommen ist, kein Problem, es ist deine Mutter. Aber es ist was ganz Natürliches, was ganz Normales. Woraufhin diese Ayah herabgekommen ist. Interessant ist, was ich heute nochmal, als ich so ein bisschen mir einige Tafsir angehört habe bezüglich dieser Ayah, dass diese Ayah zwei Bedeutungen haben kann. Dieses Wort "Tuqsitu ilayhim" wird häufig übersetzt als was? Dass ihr ihnen gegenüber gerecht seid. Gibt es aber noch eine andere Bedeutung? Ja. Und zwar einige Gelehrte haben gesagt, der Muslim muss immer gerecht sein. Egal, ob es sich um einen Feind oder Freund handelt. Ich als Muslim muss immer gerecht sein. Ich kann nie ungerecht sein, selbst wenn es mein Feind sein sollte. Darf ich nicht ungerecht sein? Was ist denn aber mit وَتُقُصِتُوا إِلَيْهِمْ gemeint? Gemeint wird وَتُقُصِتُوا إِلَيْهِمْ, dass ihr ihnen von eurem Geld etwas abgibt. Subhanallah. Das heißt, diejenigen, die mit uns friedlich zusammenleben, ich soll nicht nur ihnen gegenüber gütig sein, sondern ich soll auch von meinem Geld ihnen etwas abgeben. So weit geht das Ganze. Das ist das, was Allah von uns verlangt.
Die einzigen, zu denen wir keine enge Beziehung haben dürfen und die wir uns nicht zu Awliya, zu Schutzherren nehmen dürfen, zu engen Freunden nehmen dürfen, sind welche? إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah verbietet euch nur, mit jenen zu verkehren und zu jenen, jenen zu Schutzherrn zu nehmen, die euch in eurer Religion bekämpfen, euch in euren Wunschstätten vertrieben haben und dabei geholfen haben, dass ihr vertrieben werdet. Und wer sie sich trotzdem zu Schutzherrn nimmt, das sind die was? Das sind die Al-Zalimun. Das sind die Ungerechten. Das sind die was? Das sind die Ungerechten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir jetzt zu den nächsten, letzten Ayat kommen. Und zwar, gerade auch wenn es um aktuelle Konflikte geht. Wir haben beispielsweise den Nahostkonflikt. Häufig wird uns Muslimen vorgeworfen, wir seien alle Antisemiten. Warum? Weil wir auf der Seite der Palästinenser stehen und uns für die Rechte des palästinensischen Volkes einsetzen. Das ist aber uns. Gibt es Antisemiten auch unter Muslimen? Ja, gibt es. Es gibt Leute, die da nicht differenzieren können, leider. Wir haben einige Idioten, die es leider nicht können. Die nicht differenzieren können und sagen, alle Juden, alle. Wir als Muslime sind ganz klar und deutlich. Jemand, der uns nicht angreift, der uns nicht unser Land raubt, warum sollten wir ein Problem mit ihm haben? Im Gegenteil. Ich meine, Muslime und Juden haben immer friedlich zusammengelebt. Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann sehen wir, die islamischen Länder sind Obdach gewesen für die Juden Europas, weil sie hier nicht leben konnten. Ganz wichtig, sie sind in die muslimischen Länder geflohen. Unter muslimischer Herrschaft gab es die größten jüdischen Denker der Geschichte. Maimonides, der größte jüdische Philosoph überhaupt. Der muslimische Herrschaft in Al-Andalus. Ja. Also worauf ich hinaus möchte, ist einfach, ja, dass diese Ayah unglaublich wichtig ist. Auch für mich als Muslim, wir müssen auch manchmal selbst reflektieren. Es gibt einige, die reflektieren nicht. Und die differenzieren nicht und die können auch nicht differenzieren. Unsere Aufgabe ist es zu differenzieren, ganz klar zu unterscheiden zwischen Menschen, die uns angreifen, Menschen, die unser Land besetzen, die uns Unrecht tun und wiederum anderen, welche sich sogar für unser Recht einsetzen, obwohl sie jüdischen Glaubens sind. Ja, diese Differenzierung, die ist unglaublich wichtig. Kommen wir jetzt zu den letzten Ayat, die wir noch nicht besprochen haben. Und zwar, jetzt kommt noch ein wichtiger Abschnitt in dieser Sura. Ein Abschnitt, wo es um eine ganz konkrete zwischenmenschliche Beziehung geht. Eine sehr, sehr innige Beziehung. Und zwar die Beziehung zwischen Mann und Frau. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt jetzt Folgendes. Ja, ayyuhal ladhina amanu in ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. O, die ihr glaubt, wenn gläubige Frauen als Auswanderer zu euch kommen, dann prüft sie. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah weiß besser über ihren Glauben Bescheid. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Wenn sie dann als gläubig erkennt, wenn ihr sie dann als gläubig erkennt, dann schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück. La hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Weder sind sie ihnen zu Ehe erlaubt, noch sind ihnen diese Frauen erlaubt. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا und gibt ihnen jedoch, was sie früher als Morgengabe ausgegeben haben. Ich lese erstmal die ganze Ayah vor. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Es ist für euch kein Vergehen, sie zu heiraten, wenn ihr ihnen ihren Lohn gibt. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ und haltet nicht an der Ehe mit den ungläubigen Frauen fest. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقَتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا und fordert, was ihr als Morgengabe ausgegeben habt, zurück. Auch sie sollen zurückfordern, was sie ausgegeben haben. ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ das ist Allahs Urteil. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ er richtet zwischen euch. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ und Allah ist allwissend und allweise. Eine sehr lange Ehe. Aber eine Ehe mit sehr, sehr wichtigen Ahkam, gerade auch für die Muslime zur damaligen Zeit. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt über einen ganz besonderen Fall. Und zwar den Fall, dass ein Mann ein Polytheist ist, aber seine Frau den Islam angenommen hat. Oder umgekehrt, eine Frau
Polytheistin ist und der Mann ein Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, dass diese Form von Ehe keine Gültigkeit mehr hat. Und dass diese Form von Ehe aufgelöst werden muss. Ganz klar. Sowohl von Seiten des Mannes gegenüber der Frau, wenn er ein Muslim ist und die Frau ist eine Muschlicke, dann wird diese Ehe aufgelöst. Als auch umgekehrt, wenn die Frau eine Muslimin ist und der Mann ein Muschlick, wird diese Ehe ebenfalls was? Aufgelöst. Zwischen ihnen beiden besteht keine Verbindung mehr. Dieses Ganze ist eingebettet in ein historisches Ereignis. Wir hatten ja gesagt gehabt, dass diese Sura offenbart wurde nach Sulh al-Hudaybiyah. Nach Sulh al-Hudaybiyah. Und was wurde in Sulh al-Hudaybiyah, im Abkommen von al-Hudaybiyah ausgemacht? Noch einmal zur Erinnerung, wann war Sulh al-Hudaybiyah? Mittlerweile müssen das alle wissen, habe ich schon so oft gesagt. Wann war das Abkommen von al-Hudaybiyah? In welchem Jahr? Sechstes Jahr nach der Hijra. Sehr, sehr gut. Im sechsten Jahr nach der Hijra. Und in diesem Friedensabkommen, bei dem die Muslime benachteiligt gewesen waren, wurde unter anderem Folgendes ausgemacht. Wenn ein Muslim nach diesem Abkommen von Mekka nach Medina fliehen möchte, müssen die Muslime ihn nach Mekka zurückschicken. Wenn jedoch ein Muslim von Medina nach Mekka flüchten sollte, also umgekehrt, weil er mit dem Islam nichts mehr zu tun haben möchte, dann müssen die Quraysh ihn nicht zurückschicken. Also eigentlich nicht gerecht, dieses Abkommen. Gut. Dieses Abkommen spricht im Allgemeinen von was? Muslimen und im Allgemeinen von Leuten der Quraysh. Es ist nicht klar, sind damit jetzt Männer und Frauen gemeint? Oder sind damit nur Männer gemeint? Es gab jetzt einige Frauen, die verheiratet gewesen waren mit Muschrikin, die aber den Islam angenommen haben. Und sie flüchten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als sie bei ihm ankam, das war sogar in einem Vorfall, direkt nach dem Abschluss dieses Abkommens, kam der Ehemann und sagte, ja Rasulallah, oder O Muhammad, das Abkommen ist noch nicht mal getrocknet. Ist doch alles ganz frisch. Schicken meine Frau zurück. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann diese Ehe herabgesandt hat. Dass er eine muslimische Frau, die flieht von den Muschrikin, nicht noch einmal zurückschicken darf nach Mekka. Weil dieses Abkommen sich nicht nur auf wen bezieht, dieses Abkommen bezieht sich nur auf die Männer, aber nicht auf die Frauen. Aber interessant ist trotz alledem diese Ehe. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt nicht, wenn zu euch eine Frau kommt, die behauptet, Muslime zu sein, dann nimmt sie bei euch auf. Nein. Sondern Allah ta'ala, er verlangt von den Muslimen, dass sie diese Frau zunächst erst einmal prüfen sollen. Und das ist auch der Grund für den Namen dieser Sura. Fantahinuhun, so prüft sie. Deswegen, wie heißt die Sura? Sura Al-Mumtahina oder Al-Mumtahina, die geprüfte Frau. Surat Al-Mumtahina, also die Sura, die auffordert, sie zu prüfen. Oder Surat Al-Mumtahina, die Sura der geprüften Frau. Famtahinuhun, wie sollen sie die dann prüfen? Und was sollen sie dann konkret für Fragen stellen? Sie sollen schauen, ob diese Frau es auch wirklich ernst meint mit dem Islam. Ist sie eine aufrichtige Muslimin oder nicht? Kennt sie die Shahada oder nicht? Oder ist sie einfach nur geflohen, weil sie sich mit ihrem Mann gestritten hat? Ist sie einfach nur geflohen, weil sie keine Lust mehr auf Mekka hatte, weil sie vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche finanziellen Probleme hatte und gesagt hat, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit abzuhauen. Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte, dass die Muslime sicher gehen, dass sie es auch wirklich ernst meint. Famtahinuhun. Es gab aber auch einige ganz konkrete Fragen, welche gestellt werden sollten, welche wir zwei Verse später hören werden. Ich muss mich ein bisschen beeilen, damit wir das heute zeitlich noch schaffen. Wir müssen heute unbedingt fertig werden mit der Sura. Unbedingt. Und diese Ayah, die werden wir gleich besprechen, inshallah, wo es um die Bay'a der Frauen geht. Das heißt, um die Huldigung der Frauen. Das heißt, die Frauen, sie haben einen Treueeid geschworen. Und dieser Treueeid ist ebenfalls eine Form von Prüfung für diese Frauen gewesen.
Die Muslime wollten sichergehen, dass die Frauen, die zu ihnen nach Medina kommen, auch wirklich aufrichtige Musliminnen sind. Woraufhin Allah Ta'ala sagt, Allahu a'lamu bi imanihin. Allah weiß besser über ihren Glauben Bescheid. Er weiß, ob sie wirklich aufrichtig gläubig sind oder nicht. Und dann, فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرُجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ. Wenn ihr sie dann als gläubig erkennt, dann schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück, weil das Abkommen das überhaupt nicht mitgebracht hat. Weder sind sie ihnen zur Ehe erlaubt, noch sind sie ihnen, diese Frauen, erlaubt. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا. Und gib ihnen jedoch, was sie ausgegeben haben. Was dann ausgegeben? Wer soll jetzt wem was geben? Wer soll jetzt wem was geben? Und zwar, wenn eine Frau verheiratet gewesen war, die Muslime war, ihr Mann ist kein Muslim, und sie ist jetzt nach Mekka geflohen, nach Medina geflohen, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dann darf sie ja nicht zurückgeschickt werden. Was bedeutet das ganz konkret? Dass ihre Ehe mit ihrem Mann aufgelöst wird. Das heißt auf Arabisch, fesch. Fesch, es wird aufgelöst. Damit aber der Ehemann, der mit ihr verheiratet gewesen war, nicht auf den Kosten dessen sitzen bleibt, verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von den Muslimen, dass sie den Mahr, die Brautgabe dieser Frau, ihrem Mann zurückzahlen. Auch selbst in einer Kriegssituation, subhanallah. Verlangt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir als Muslime was einhalten? Dass wir als Muslime die Verträge einhalten. Es ist unglaublich, wie schön unsere Religion ist. Selbst in solchen Situationen, wo man sagen könnte, wer denkt daran? Wer denkt in diesem Moment noch daran, dass man die Brautgabe zurückzahlen muss? Und wie soll die Brautgabe dort überhaupt hingebracht werden? Also es ist mit viel Aufwand verbunden. Und trotz alledem verlangt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir den Menschen ihre Rechte geben müssen. Wenn wir in solch einer Situation den Menschen ihre Rechte geben müssen und darauf achten müssen, wie ist es dann erst im Alltag? Wie ist es denn erst untereinander, als Geschwister, die Rechte der Menschen? Das ist das, wonach Allah subhanahu wa ta'ala einen jeden fragen wird am nächsten Tag. Und du kannst noch so viel gebetet haben, noch so viel gefastet haben, noch so viel Gutes getan haben. Wenn du den Menschen ihre Rechte genommen hast, dann wirst du am jüngsten Tag nicht voranschreiten können, bis du das nicht wieder gut gemacht hast. أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ. Wisst ihr, wer der Pleite gegangen ist? الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ وَصِيَامٍ. Der Pleite gegangen in meiner Umme ist derjenige, der am jüngsten Tag mit guten Taten gefastet, gebetet, gespendet, alles getan. قَتْشَتَ مَا هَذَا. Hat aber jemand beschimpft. وَضَرَبَ هَذَا. Jemand geschlagen. Hat das Blut von einer anderen Person vergossen. Ja? Und so weiter und so. Hat betrogen und weiß ich nicht was. Und wir kennen den Ausgang dieses Hadithes. Er muss seine Hasanat abgeben. Hat er keine mehr, werden ihre Sayyiat genommen, auf ihn gelegt und er wird ins Höllenfeuer geworfen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Es ist für euch kein Vergehen, sie zu heiraten. Diese Frauen, die gekommen sind, die ihr geprüft habt, die verheiratet gewesen waren, nachdem dann der Ehevertrag aufgelöst wurde und die Wartezeit, die Endezeit, 3 Monatsperioden abgelaufen sind, das alles steht jetzt nicht hier drin, aber es ist klar. Ja? Dann könnt ihr sie heiraten, ihr dürft sie heiraten, aber unter einer Voraussetzung. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Es ist für euch kein Vergehen, sie zu heiraten, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt, also ihre Brautgabe gebt. Ah, ganz wichtig. Heutzutage, ich merke es immer wieder, wenn auch manche Brüder heiraten wollen, gerade wenn es um eine konvertierte Schwester geht oder eine Schwester geht, die keine Familie in ihrem Rücken hat. Einfach heiraten, ohne der Frau wirklich eine Brautgabe zu geben. Sie weiß es ja nicht. Oder sie schämt sich, das zu verlangen. Das ist ja eine konvertierte Schwester. Ja? Schämt sich, das zu verlangen. Lieber Bruder, das ist eine Pflicht. Allah subhanahu wa ta'ala hebt das extra hervor. Nur weil jetzt die Brautgabe an den Ex-Mann zurückgezahlt war, heißt es nicht, dass die Frau nicht noch eine weitere Brautgabe bekommt. Gebt ihr die Brautgabe. Manche kommen, ja, ein Sahabi hat doch nur mit dem Koran geheiratet.
Ja, weil er nichts hatte. Er hatte nur was? Er hatte nur einen Ring aus was? Aus Hadid, aus Eisen gehabt. Ich gebe sie dir zur Frau für das, was du als Koran in dir trägst. Das ist eine Ausnahme gewesen. Aber wir haben teilweise die Ausnahme zur Regel gemacht. Nein, es ist wichtig. Mahr ist etwas Wichtiges. Mahr zeigt, dass der Mann bereit ist zu heiraten. Dass der Mann es ernst meint. Allah Ta'ala nennt den Mahr im Koran Saduqat. Saduqat, Sadaq. Sadaq heißt, ich bin wahrhaftig in dem, was ich tue. وَلَا تُمْسِكُ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ Und haltet nicht an der Ehe mit den ungläubigen Frauen fest. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا Und fordert, was ihr als Morgengabe ausgegeben habt, zurück. Ah, was heißt das? Auch sie sollen zurückfordern, was sie ausgegeben haben. Hier ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, diese Ayah Mekka ist ein bisschen kompliziert. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, wichtige Ahkam in dieser Ayah. Genauso wie ihr den Männern der muslimischen Frauen, welche den Islam nicht angenommen haben, die Männer, die den Islam nicht angenommen haben, die noch in Mekka geblieben sind, genauso wie ihr ihnen die Brautgabe zurückschickt, die sie gezahlt haben, müssen auch im umgekehrten Fall, und es gab nur einen einzigen Fall, wo eine muslimische Frau vom Islam abgefallen ist und von Medina dann nach Mekka zurückgegangen ist, müsst ihr ebenfalls die Brautgabe von ihr, von dem Quraysh zurückfordern. Also es muss sozusagen auf Gegenseitigkeit basieren. Ja, also ihr müsst die Brautgabe zurückzahlen, aber gleichzeitig müsst ihr auch die Brautgabe einfordern, welche dann sozusagen dieser Frau gegeben wurde von dem muslimischen Mann. ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ Das ist Allahs Urteil. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ Er richtet zwischen euch. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Allah ist Allwissend und Allweise. Und dann, es geht weiter. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Und wenn euch etwas von euren Gattinnen bei den Ungläubigen verloren geht, also eine Frau, eine muslimische Frau vom Islam abfällt und dann zurück nach Mekka geht, und ihr dann in einer Strafmaßnahme Beute macht, dann gebt denjenigen, deren Gattinnen vorgegangen sind, so viel, wie sie zuvor für sie ausgegeben haben. Also mit anderen Worten, sollte dieser Mann die Brautgabe nicht von dem Quraysh bekommen, in diesem Fall sollt ihr als Gemeinschaft von eurer Beute, die ihr gemacht habt, in einer Schlacht, dann diesem Mann die Brautgabe geben. Damit sozusagen er nicht seine Frau und das, was er bezahlt hat, für die Ehe verliert, sondern nur seine Frau und nicht auch noch den Mahr. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Und fürchtet Allah, an den ihr glaubt. So, muss ein bisschen sputen beeilen, inshallah ta'ala. Und jetzt kommen noch die letzten zwei Ayat, die machen wir relativ kurz, bi'idhnillah azza wa jal. Und zwar jetzt kommt die Ayat al-Bay'a, Bay'atun Nisa, der Treueeid der Frau. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt jetzt vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, einen Treueeid abzunehmen von den Frauen, die nach Medina gekommen sind. Ja, ayyuhan nabiyyu, idha ja'aka al-mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a. O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueeid zu leisten. Bay'a, was ist eine Bay'a? Bay'a kommt von dem Wort Bay'a. Was heißt Bay'a im Arabischen? Verkauf. Das heißt mit anderen Worten, ich bin bereit, etwas zu geben. Ich bin bereit, etwas zu geben und dafür auch etwas zu erlangen. Ich schwöre meine Treue. Ich schenke meine Treue. Das ist die Bay'a. Und es gab immer wieder auch eine Bay'a in der islamischen Geschichte gegenüber unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die erste Bay'a, die wir hatten, war wo gewesen? Wo war die erste Bay'a gewesen? Der erste Treueeid, den einige Muslime geschworen haben. Ja, Bay'atul Aqaba al-Ula. Die erste Huldigung von Al-Aqaba. Wann war das gewesen? Im Jahr 12 nach der Bi'sa. Nicht nach der Hijra, sondern nach der was? Nach der Bi'sa. Und dann kommt Bay'atul Aqaba al-Thaniya, die zweite Huldigung von Al-Aqaba. Und das war, als einige der Medinenser nach Mekka kamen und den Islam angenommen haben und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Treue geschworen haben. Tayyib. Okay. Und jetzt zeigt Allah subhanahu wa ta'ala auf, wie solch eine Bay'a gegenüber Frauen aussieht. Bei den Männern kommt noch etwas hinzu.
nämlich, dass sie treuer schwören müssen, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit ihrem Leben zu schützen, genauso wie sie ihre eigenen Familien schützen würden. Von den Frauen hat er das nicht verlangt. Was hat er von den Frauen verlangt? Ja, ayyuhan nabiyyu, idha ja'aka al-mu'minatu yubay'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'an. O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen und dir den Treueeid zu leisten, dass sie Allah nichts beigesinnen, also als allererstes kein Schirk. Wa la yasriqna, nicht stehlen, nicht klauen, wird extra hervorgehoben. Wa la yaznina, keine Unzucht begehen. Es gibt eine lustige Überlieferung, wo Hind bint Utba, die Ehefrau von Abu Sufyan, welche erst Muslimin geworden ist nach der Eroberung von Mekka und welche die Ermordung von Hamza ibn Abd al-Muttalib in Auftrag gegeben hat, bei der Schlacht von Uhud. Und sie dann auch die Leber von ihm aus ihrem Körper, aus seinem Körper gerissen hat und dann ein Stück davon abgebissen hatte und es dann ausgespuckt hat. Hind bint Utba ist ja dann Muslimin geworden. Und sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und hatte extra ein Gesicht an, damit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie nicht erkennt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau diese Dinge von ihr verlangt. Ja? Und jedes Mal, wenn er etwas gesagt hat, ja, hat dann Hind bint Utba dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam entweder eine Frage gestellt oder sogar die Muslime kritisiert. Und zwar, als dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ihr dürft keinen Schirk begehen, hat dann Hind bint Utba zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, ja, Wallahi, wir haben keine Götzen angebetet. Also sie hat im Grunde das verleugnet, was sie die ganze Zeit getan haben. Dann, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihr gesagt hat, Wala tasliqna, klaut nicht, hat Hind bint Utba gesagt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und hat ihn eine Frage gestellt. Inna Abu Sufyan rajulun sahih. Abu Sufyan, also mein Ehemann, ist ein geiziger Mann. Ja? وَإِنِّي أُصِيبُ مِنْ مَالِهِ قُوَّتَنَا قُوَّتَنَا. Und ich sozusagen nehme immer ein bisschen Geld von ihm, ohne dass er das merkt, damit wir sozusagen uns ernähren können. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Hind bint Utba sagte, خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَأَهْلَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ. Nimm das, was du brauchst sozusagen, was dir ausreicht für dich und deine Familie, aber im Guten, in einem sozusagen, sozusagen nicht, ohne es zu übertreiben. Und dann, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَلَا تَزْنِين, und ihr dürft keinen Sinner begehen, sagte Hind bint Utba, أَوَا تَزْنِين حُرَّ. Begeht, macht etwa eine freie Frau Sinner? So etwas kann ich mir gar nicht vorstellen. Das machen bei uns nur einfache Frauen. Und als dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَلَا تَقْتُلْنَا أَوْلَادَكُنَّ, und tötet nicht eure Kinder, sagte dann Hind bint Utba zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgendes, und zwar, ihr wollt zwar nicht die Kinder töten und nicht die Mädchen begraben bei lebendigem Leibe, aber ja, wir haben sie erzogen und ihr habt sie, als sie erwachsen gewesen sind, getötet in der Schlacht von Badr. Auf wen bezog sie das? Auf ihren Sohn, der bei der Schlacht von Badr getötet wurde. Also immer, wenn der Prophet so irgendwas gesagt hat, hat sie irgendetwas gefragt oder hat dann irgendwie etwas kommentiert. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das hörte und er wusste ganz genau, dass es Hind bint Utba war, obwohl sie einen Gesichtsschleier hatte, fing er an zu lachen. Umar ibn Khattab konnte sich nicht halten, hat sich fast auf den Boden gepackt, weil er so sehr lachen musste, aufgrund ihrer Fragen, die sie jedes Mal gestellt hatte. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war so traurig gewesen wegen Hamza. Aber er hat Hind bint Utba an diesem Tag einfach vergeben und er hat auch ihren Islam angenommen. Ich merke gerade, die Zeit wird wieder knapp. Wir müssen weitermachen, inshallah ta'ala. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ. Ja, keine Verleumdung vorbringen, die sie vor ihren eigenen Händen und Füßen ersinnen. Damit ist gemeint, dass sie nicht lügen dürfen oder damit ist auch gemeint, dass sie ihren Ehemannen kein Kind unterjubeln dürfen. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ, und sich dir nicht widersetzen in dem, was recht ist. Mit anderen Worten, dass sie das befolgen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von ihnen verlangt. فَبَايِعُونَ, in diesem Fall, wenn sie bereit sind, das zu schwören, dann nimm ihren Treueeid an. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ, und bitte Allah für sie um Vergebung. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, das sind die was? Das sind die Grundlagen für die Bay'a gewesen und das ist auch gleichzeitig die Prüfung gewesen. Weil eine Frau bereit gewesen ist, das zu schwören, dann wurde von ihr was? Der Islam angenommen und sie konnte auch in Medina bleiben.
Und dann kommt die letzte Ayah. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. Oh, die ihr glaubt, nehmt nicht Leute zu Schutzherren, denen Allah zürnt. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Sie haben ja die Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben, so wie die Ungläubigen die Hoffnung auf Wiederauferstehung der Toten in den Gräbern aufgegeben haben. Diese Sura, sie hat begonnen mit dem Aufruf an die Gläubigen. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Oh, die ihr glaubt, nehmt nicht meinen Feind und euren Feind zu Schutzherren. Und sie schließt auch genau mit diesem Thema ab, mit einem Aufruf an die Gläubigen. Wieder, es wäre gemeint, Hatab ibn Abi Balta, noch einmal eine Warnung. Oh, die ihr glaubt, nehmt nicht Leute zu Schutzherren, denen Allah zürnt, weil sie sich gegen Allah wenden, weil sie den Gesandten Allahs bekämpfen, weil sie versuchen, den Islam zu bekämpfen, Menschen zu vertreiben, nur weil sie an Allah glauben. Und dann zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, dass diese Menschen jegliche Hoffnung auf Erlösung und auf das Akhira verloren haben. غضب الله عليهم, mit denen Allah, also denen Allah zürnt. قد يئسوا من الآخرة, sie haben ja die Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben. Diese Leute, die ihr versucht, zu Schutzherren zu nehmen. كما يئس الكفار من أصحاب القبور, so wie die Ungläubigen die Hoffnung auf die Wiederauferstehung der Toten in den Gräbern aufgegeben haben. Was bedeutet das? Es gibt hier verschiedene Tafsir. Das eine, diese Übersetzung gibt nur ein Tafsir wieder. Und zwar gemeint ist, sie haben diese Leute, die ihr versucht, zu Schutzherren zu nehmen, aber die sich eigentlich gegen den Islam stellen, sie haben die Hoffnung aufgegeben, genauso wie diejenigen, die Hoffnung aufgegeben haben, die sich unter der Erde befinden, dass sie noch einmal auferstehen können und noch einmal zu Dunya zurückkehren können, um sich zu bessern. Das ist das eine. Das andere ist, was damit gemeint sein könnte, und zwar, dass sie die Hoffnung aufgegeben haben, also mit anderen Worten, Allah ihnen nicht vergeben wird, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen nicht vergeben wird, die schon unter der Erde sind, aber nicht an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt haben. Mit anderen Worten, es macht keinen Sinn, sie zu Schutzherren zu nehmen, weil sie selbst verloren sind. Weil sie selbst verloren sind und dementsprechend haltet euch von ihnen fern, weil wenn ihr sie zu Schutzherren nehmt, dann seid ihr ebenfalls verloren, genauso wie sie verloren sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Amin ya Rabbil Alamin.